costeñita soy. Costeñita. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Siempre manda el amor, Marimar, Marimar. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor, Marimar. ¿Qué pasó? Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No, que no. Freust du dich, wenn du mich siehst? Ach, Sergio. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr. Hast du mich wirklich gern? Weißt du das nicht? Ich hab dich sehr, sehr gern. Wenn das so ist, Marimar, dann bitte ich dich, dass du mich heiratest. Ach du meine Güte, Marimar hat Feuer gefangen und der junge Mann hier steht in Flammen. Warum sagst du nichts dazu? Das ist alles so. Das ist alles so überraschend, ich kann es gar nicht glauben, Sergio. Hast du allen Ernstes gesagt, dass du mich heiraten willst und ich deine Frau werden soll? Genau so ist es. Sagst du ja? Und ob ich dazu ja sage, Sergio? Die Antwort kann er sich doch wohl denken. Aber wieso willst du ausgerechnet eine wie mich heiraten? Ein einfaches Mädchen. Ich habe keine Bildung und bin mittellos. Völlig mittellos. Ich werde mein Leben lang sehr arm sein. Ich bin ehrlich erstaunt, dass du dich dazu durchgerungen hast, deinen Geschäften nachzugehen, mein Junge. Wie waren gleich deine Worte? Die Fäden muss man in der Hand halten. Auch wenn Roberto Pilastre mich über alles auf dem Laufenden hält, werde ich mal lieber nach dem Rechten sehen. Es ist gut, dass du mich begleitest. Ich zeig dir was. Gönn meinem Neffen eine Pause, Isidoro. Er wirkt ja schon ganz erschöpft. Ja, Signora. Nein, nein, ist schon in Ordnung. Wir haben gerade erst drei Orte besichtigt. Es ist nicht nötig, dass du mir wie ein Schatten folgst. Aber wenn du unbedingt darauf bestehst, bitteschön. Dies und alles andere gehört irgendwann mal meiner Tochter. Deine ganzen Firmen? Neben den mexikanischen auch alle ausländischen? Alle. Du kannst ja Brenda überlassen, was dir gehört. Das ist mehr als genug für diese faule Person. Naja, dein Pech ist nur, dass du keine Ahnung hast, wo du deine Tochter finden kannst. Wer ernsthaft sucht, der wird auch fündig. Ich weiß inzwischen so einiges. Na komm, reden wir in meinem Büro weiter. Sag deinem Großvater, dass ich mit ihm reden will. Du meinst Papa Pancho? Und wieso? Das verrate ich dir nicht. Es ist vielleicht deinetwegen. Wegen mir? Und was willst du meinem Großvater von mir erzählen? Das ist eine Angelegenheit zwischen ihm und mir. Du wirst es schon noch erfahren. Einverstanden? Warum auch nicht? Ganz wie du denkst. Ich muss jetzt gehen, Marimar. Warum jetzt schon? Weißt du, ich habe noch einiges zu erledigen. Aber wir sehen uns ja wieder. Gut.
gut. Auf Wiedersehen, Marima. Dafür, dass sie bald heiraten, war das ja ein vorsichtiges Küsschen. Kann ich was für Sie tun? Ich will, dass du dieser kleinen Strandgöre auf der Stelle etwas überbringst. Dieser Marima? Ja. Und was soll ich ihr überbringen? Eine Kuh. Was? Eine von unseren Kühen für dieses ungewaschene Mädchen? Gut, dass du kommst, Sergio. Ich möchte mit dir reden. Worüber, Angelika? Über deine zukünftige Frau. Und wohin, wenn ich fragen darf? Zu ihrer Hütte. Wollen Sie so eine wirklich eine Kuh schicken? Das ist deine Schuld, Nicandro. Meine? Wieso denn, Don Renato? Weil du sie verführt hast, verstehst du? Das habe ich nicht. Ich schwöre Ihnen, dass ich das Mädchen nicht angefasst Bitte habe. Bitte beruhige dich, du. Du bringst dir die Kuh und wenn es möglich ist, holst du sie dir später wieder. Eine prima Idee. Und ich rate dir, die Finger von der kleinen Göre zu lassen. Wenn nicht, wird sie es Sergio stecken. Der setzt dich vor die Tür und ich kann dann auch nichts mehr für dich tun. Und wer ist sie? Du lernst sie noch kennen. Ist sie von hier? Ja. Wie sieht sie aus? Blond oder brünett? Sie ist ein Zwischending aus blond und brünett, aber sie ist eine echte Schönheit. Aus guter Familie, nehme ich an. Aber selbstverständlich, Angelika. Aus einer der besten Familien der ganzen Gegend. Natürlich. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Freust du dich über die Hochzeit? Gar keine Frage. Zum einen wirst du vernünftig und zum anderen verlässt du uns nicht. Naja. Solange sie nicht versucht, mich als Herrin des Hauses zu verdrängen, ist alles in Ordnung. Darüber mach dir keine Gedanken. Ich bin sicher, ihr zwei werdet euch hervorragend verstehen. Das hoffe ich. Und welche Zimmer gibst du uns? Die besten, selbstverständlich. Vielen Dank, Angelika. Wir sorgen dafür, dass sie sich bestens amüsiert. Wir veranstalten Feste, laden unsere Freunde ein, was immer sie will. Die Leute sagen, du langweilst dich mit Papa und hättest etwas Ablenkung nötig. Oh, Renato ist sehr damit beschäftigt, einen Weg zu finden, wie man die Produktivität der Hacienda steigert. Aber alles in allem versteht ihr euch prächtig. Man hat das Gefühl, ihr seid richtig glücklich. Dann täuscht dein Gefühl dich nicht. Und wenn unser Sohn erst geboren ist, sind wir ein rundum glückliches Paar. Es müsste schon längst Nachwuchs da sein. Papa ist noch nicht zu alt dafür, ganz zu schweigen von dir. Aber mach dir keine Sorgen, meine Frau und ich werden euch viele Enkelkinder schenken. Und wann werden wir die Glückliche kennenlernen? Bald schon, in kürzester Zeit. Hab etwas Geduld. Ist das wieder einer deiner üblichen Scherze? Dein Papa denkt, du machst dich nur über uns lustig. Naja, wenn das euer Eindruck ist. Weißt du, die Sache ist die, es ist alles so plötzlich geschehen. Das kommt euch nur so vor, weil ihr nichts davon wusstet. Und ihr habt nichts gewusst, weil ich es nicht eher sagen wollte. In Wirklichkeit hatte ich schon lange ein Auge auf sie. Ehrlich? Ganz ehrlich. Und wenn nichts weiter ansteht, ziehe ich mich jetzt auf mein Zimmer zurück. Was ist, meine Liebe? Ich habe mit deinem Sohn geredet. Es ist wahr, er hat eine Braut, Renato. Und er wird sie schon bald heiraten. Wie Sie sehen können, hat alles seine Ordnung. Ich stelle mit Freuden fest, dass unser Club in Tijuana letzten Monat einen sehr hohen Gewinn erzielt hat. Ihre Gesellschaften erwirtschaften durch die Bank hohe Gewinne, Senor Aldamar. Fein. Und wie steht es mit unserem Club auf den Bahamas? Die Umsatzzuwächse sind phänomenal. Und wie fühlen Sie sich heute? Ich habe so viel Schwung, ich könnte Bäume ausreißen. Das freut mich. Wie ich Sie kenne, hätten Sie andernfalls nicht Ihr Büro aufgesucht. Aber leider fühle ich mich in letzter Zeit immer öfter niedergeschlagen und mutlos. Und ich denke ernsthaft darüber nach, mich zur Ruhe zu setzen. Überrascht Sie das? Gefällt Ihnen die Neuigkeit nicht? Nein, das ist es nicht, Don Gustavo. Ich halte es nur für verfrüht, darüber nachzudenken, weil Sie meines Erachtens noch viele glückliche Jahre vor sich haben. Wer weiß, Roberto, wer kann das wissen? Egal, was passiert. Mein Abschied rückt näher und deshalb möchte ich eine Nachfolgerin einsetzen. Eine Nachfolgerin? Ja, Roberto. Ich werde meinen ganzen Besitz einer Frau hinterlassen. Respektieren wir den letzten Wunsch unserer verstorbenen Tochter Cruz.
Das ist alles nicht so einfach, Pancho. Auch wenn wir wissen, wo wir ihn finden können. Unsere Tochter Lupita hat uns eindringlich gebeten, darauf zu verzichten, den Vater von Marima aufzuspüren. Selbst wenn er käme, um sie abzuholen, dürften wir sie ihm nicht anvertrauen. Nicht einmal eine Bitte dürfen wir an diesen Herrn richten. Sogar dann nicht, wenn wir uns wie jetzt in einer Notlage befinden. Wir haben's ihr geschworen. Allein, dass ich einen Brief an ihn geschrieben habe, war ein Verrat an unserer Tochter. Ich möchte sie kein zweites Mal verraten. Pancho, als wir diesen Schwur leisteten, waren wir zwei um etliche Jahre jünger. Wir wussten, dass wir Marima zumindest durchfüttern konnten. Aber das ist heute nicht mehr so. Wir sind beide alt geworden. Die Kraft hat uns verlassen. Wir sterben vielleicht bald. Vergiss das nicht. Achte lieber darauf, was du sagst. Die Ohren des Teufels sind sehr spitz. Mein Alterchen, eins steht jedenfalls fest. Wir können leider nicht ausschließen, dass uns etwas zustoßen kann. Wenn Marima für den Fall der Fälle weiß, wo sich ihr Vater aufhält, wird sie sich an ihn wenden können. Dann hätte sie wenigstens jemanden, der für sie sorgt. Der Mann weiß, dass seine Tochter hier lebt, weil er von uns die Nachricht erhalten hat. Hier ist seine Adresse, Cruz. Sie wird ihren Vater problemlos jederzeit aufsuchen können. Wir müssen ihr endlich die Wahrheit sagen, finde ich. Auf keinen Fall. Nicht solange wir noch am Leben sind. Keiner von uns sagt irgendetwas zu Marima. Das hatten wir Lupita fest versprochen. Ja, wir haben es ihr feierlich geschworen. Vergiss das nicht. Papa Pancho! Das ist Marima. Ich sollte die Adresse besser gleich verstecken. Ja. Wo warst du denn, mein Töchterchen? Ich war am Strand, Mama Cruz. Weißt du was, Papa Pancho? Du darfst dich in den nächsten Tagen auf keinen Fall von der Hütte entfernen. Ja, wieso denn nicht? Auf gar keinen Fall, bevor Sergio da war. Ja, und warum will der junge Herr uns hier besuchen? Weil er sich mit dir über etwas Wichtiges unterhalten will. Über etwas sehr, sehr Wichtiges. Glaub mir, mein Lieber, dass er sich eine Braut gesucht hat und heiraten will, ist wahr. Ich kann einfach nicht glauben, was du sagst, Angelika. Immerhin hat er mich schon gefragt, welche Zimmer wir ihm und seiner Frau auf der Hacienda überlassen werden. Hat er wirklich davon gesprochen, dass er und seine Frau bei uns wohnen wollen? Das hat er gesagt. Aber du weißt nicht, wer es ist. Nein, er will es nicht verraten. Es soll eine Überraschung sein. Aber ich weiß, sie ist aus einer sehr vornehmen und wohlhabenden Familie und stammt von hier. Das heißt, mein Sohn heiratet und wohnt auch in Zukunft auf der Hacienda. War es nicht das, was du wolltest? Doch, doch. Genau das. Ich hoffe nur, dass du dich gut mit ihr verstehen wirst. Natürlich wird Sergio, wenn er sich erst mal eingerichtet hat, die eine oder andere Ungereimtheit entdecken. Ich meine nicht zuletzt die Hypothek. Hoffentlich werden die nächsten Ernteerträge entsprechend hoch ausfallen. Damit will ich die Hypothek bezahlen, ohne dass mein Sohn davon erfährt. Hast du eine Ahnung, was Sergio dir sagen will, Papa Pancho? Ich weiß nicht. Hat er dir gesagt, wann er kommen will? Nein, Mama Cruz, deswegen darf Papa Pancho auf keinen Fall die Hütte verlassen. Wenn er hierher kommt, wäre es wirklich wichtig, dass er ihn auch vorfindet. Aber ich kann doch nicht Tag aus, Tag ein hier in der Hütte herumsitzen, mein Töchterchen. Ich kann nicht meine Arbeit im Stich lassen. Ich muss dafür sorgen, dass etwas zu essen da ist. Aber Papa Pancho, bitte übertreib nicht wieder so. Hörst du? Du weißt, dass wir genug zu essen haben. Tja, auf meinem Speiseplan stehen jeden Tag nur eingeweichte Tortillas. Ich werde mich nie an diese Fladen gewöhnen. Geh nicht weg, Großvater. Es wäre schrecklich, wenn Sergio den Weg hierher umsonst zurücklegen würde. Bitte, bitte, Großvater, geh nicht weg. Tu mir den Gefallen, ja? Ich verspreche es dir, mein Kind. Ich verspreche es dir. Ich frage mich die ganze Zeit, was Sergio dir sagen will. Was nur? Es ist stets das Gleiche. Immer wenn jemand wegen der Hacienda anruft, sagen sie ihm, dass sie schon längst verkauft worden ist. Außerdem lastet auf der Hacienda eine hohe Hypothek. Was ich vorhabe, ist schrecklich. Aber es wird für meinen Vater und seine Frau eine gerechte Strafe sein. Eine Strafe für ihren Betrug. Er kommt nicht, Bulgosso. Ich fürchte, dass Sergio heute nicht bei uns auftauchen wird. Ich bin ziemlich überrascht. Ich hätte gedacht, dass sie es wenigstens mal einen Tag ohne diesen Herzensbrecher aushalten könnte. Diese kleinen Fruchtschalen werden uns sicher den einen oder anderen Centavo einbringen. Ach,
Was ist dir bloß über die Leber gelaufen, mein Kind? Sergio ist nicht aufgetaucht. Davon geht die Welt nicht unter, Marimar. Was kann ihm passiert sein? Nichts, mein Töchterchen, gar nichts. Er kommt schon noch, er kommt. Das hat er dir doch gestern erst gesagt, oder nicht? Auf jeden Fall ist das, was er mir zu sagen hat, doch nicht so ungeheuer wichtig. Ich weiß, dass es sogar sehr, sehr wichtig ist, Großvater. Ich weiß es. Du tust so, als wärst du eine Wahrsagerin. Ich höre da draußen Schritte. Ja, jetzt habe ich's auch gehört. Er ist es. Es wird Sergio sein. Sie schon wieder? Wie geht's, kleines Fräulein? Hier ist eine Kuh für dich. Ich habe fast den Eindruck, sie kennt dich, weil sie dir so tief in die Augen schaut. Hallo, Marimar. Hallo, Salvador. Wo soll ich sie festbinden, damit sie nicht wegläuft und sich an die Gegend gewöhnt? An eine dieser Palmen dort, nicht wahr, Papa Pancho? Ja, mein Sohn, richtig. Am besten an eine dieser Palmen dort. Sorgt gut für sie. Sie gehört nicht euch. Sie haben sie euch nur geliehen und wollen sie wieder zurückhaben. Wer hat sie geschickt? Mein Boss natürlich, Don Renato. Das ist gelogen. Es war Sergio. Ich habe die Anordnung von seinem Vater bekommen. Nein, mein Sohn, nicht an die. An diese dort. Du hast bei Senor Sergio getratscht, du gemeines Luder. Nein, ich habe ihm nur die Wahrheit gesagt, dass sie mich immer wieder belästigen. Sei ja vorsichtig. Hast du mich verstanden? Ich warne dich, hörst du? Denken Sie etwa, ich habe Angst vor Ihnen? Das solltest du. Jetzt hast du eine Kuh und lass das Tier bloß nicht verhungern. Ich weiß sehr wohl, dass die Kuh Futter braucht. Denken Sie, ich bin bescheuert? Oh nein, ich weiß, dass du alles andere als das bist. Du bist ganz schön durchtrieben, meine Kleine. Aber das kommt dich eines Tages sehr teuer zu stehen. Das schwöre ich dir. Salvador, komm! Sollen sich doch die Alten um die Kuh kümmern. Los, verschwinden wir! Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe, du Luder. Denk daran. Auf geht's. Hey, hey, hey! Wir haben sie da drüben festgebunden. Morgen früh werden wir die Kuh melken, Großvater. Wieso haben dir die Leute eigentlich eine Kuh geschickt? Weißt du, genau genommen hat mir Sergio die Kuh geschickt, Mama Cruz. Mal ehrlich, findest du nicht auch, dass die freundliche Geste des jungen Mannes reichlich übertrieben ist? Schließlich kennt er uns ja gar nicht. Er hat sich früher auch nie im Geringsten für uns interessiert. Wollt ihr wissen, wieso Sergio das tut? Weil er mein Freund ist. Und weil er mich verehrt. Er verehrt dich? Sag bloß, er hat zu dir gesagt, er liebt dich, Marimar. Weißt du, er liebt mich wie ein Freund, Papa Pancho. Ja, genau. Sergio liebt mich wie ein Freund. Nicht mehr. Wo ist Marimar? Sie geht mit Pulgoso am Strand spazieren. Wahrscheinlich sucht sie wieder verzweifelt diesen jungen Kerl von der Hacienda Santibáñez. Weißt du, was ich jetzt auf der Stelle tun werde, Cruz? Ich werde zur Hacienda gehen. Es lässt mir keine Ruhe. Ich muss erfahren, was dieser junge Herr von unserer Enkelin will. Und wenn es dasselbe ist, was diese andere Schuft von unserer Tochter Lupita wollte, dann wird er es bereuen. Hallo, Selva. Was willst du hier? Ich will dich was fragen. Und was? Selva. Selva, kannst du mir sagen, wer mein Vater ist? Weißt du, Tante, wozu ich mich entschlossen habe? Wozu denn, mein Lieber? Ich werde meiner Tochter mein Erbe vermachen. Wie kommen Sie denn hier herein? Durch die Tür natürlich. Was haben Sie gedacht? Was wollen Sie? Ich bin Pancho, der Großvater von... Ich weiß, Sie brauchen den Namen nicht auszusprechen. Was wollen Sie? Ich will den jungen Herrn Sergio Santibáñez sprechen. Wissen Sie, ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass er Sie sehen will. Das wird sich zeigen. Sagen Sie ihm, dass ich da wäre. Das reicht. Sperren Sie die Ohren auf. Verschwinden Sie auf der Stelle von hier. Sonst werfen unsere Knechte Sie mit Gewalt hinaus. Verstanden? Niemand wird ihn hinauswerfen. Lass mich mit ihm allein, Perfekter. Aber das... Oh. Was führt Sie zu uns? Was kann ich für Sie tun? Ich will von Ihnen wissen, was Sie von meiner Enkelin wollen. Senor, wenn Sie behaupten, dass Sie ein Freund von ihr sind, dann sagen Sie mir, wieso Sie ihr eine Kuh geschickt haben. Wieso kriegt sie Geschenke von Ihnen? Wieso sagen Sie ihr, dass Sie sie lieben? Was in aller Welt wollen Sie von ihr? Was?
Mann hat mir gesagt, dass du weißt, wo mein Vater wohnt. Du weißt es doch. Ich bitte dich. Sag mir bitte, wo ich ihn finde, Selva. Wo ist er? Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Por revancha me enamoro. Y el mar que tú di tu medio como ola se lo llevó. Marimar, ay, cuando manda el corazón. Siempre, siempre.